that's all I need. All I want is for you to stay a little longer now, with arms around me like a. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den News vom 10.3. Heute tatsächlich nur ganz, ganz kurze News, aber es sind eigentlich auch ganz coole News, wie ich finde. Und deswegen werde ich auch gar nicht lange drum herum reden, weil es wirklich nur eine Sache ist, die heute neu dazugekommen ist, die aber, wie gesagt, irgendwie ganz, ganz schön ist, muss ich sagen. Und zwar geht es um die magischen Pferde, deswegen sitze ich hier auch schon auf Greenwind. Und ihr seht, Greenwind ist einfach nicht verwandelt. Das ist schon eine komische Sache. Denn man kann sein Pferd jetzt einfach manuell verwandeln. Und zwar, indem man da draufklickt. So, jetzt ist es so verwandelt und so kann man wieder zurückverwandeln. Okay, ja, das war's dann halt auch schon. Und damit würde ich sagen, wird mein Clydesdale nur noch so rumlaufen, weil ich die Farbe einfach so, so toll finde. Das war es tatsächlich schon mit den News. Das ist unglaublich. Und ich gucke jetzt gerade mal. Es verwandelt sich halt tatsächlich gar nicht mehr, ne? So, ich mache mal Abholservice, denn auch bei meinem Stall, da war es immer verwandelt. Und ich, ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ja, das war's mit der automatischen Verwandlung. Es verwandelt sich halt gar nicht mehr automatisch. Ich muss sagen, ich finde es ein ganz klein bisschen schade. Aber nur ein kleines bisschen. Also es hat Vor- und Nachteile irgendwie. Da geht's zum Redwood Point. Ich wollte eigentlich nur hier so ein bisschen rumreiten, um das zu testen. Aber es verwandelt sich tatsächlich gar nicht mehr automatisch. Ja. Ich weiß nicht, das war schon so ein bisschen immer was Besonderes, finde ich, dass sich da das Pferd an bestimmten Plätzen und Orten dann verwandelt hat. Und das fehlt jetzt halt, ne? Das ist jetzt weg. Jetzt kannst du es überall verwandeln, egal wo. Ich meine, das Gute daran ist halt tatsächlich, dass ich jetzt mit dem Pferd die ganze Zeit unverwandelt rumlaufen kann. Und ich finde die Färbung jetzt so, wie es ist, total toll und besser als die verwandelte tatsächlich. Deswegen bin ich da eigentlich ganz happy drüber, dass das jetzt so läuft und ich jetzt immer so rumlaufen kann. Aber das Besondere an den Urpferden war ja schon irgendwie, dass sie sich automatisch verwandelt haben. Ja, das ist so ein bisschen, ja, so 50-50, ne? So 50% finde ich es gut, 50% ein bisschen schade. Aber, naja, was soll man machen? Hat gute Seiten, hat schlechte Seiten irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Ich meine, ich habe auch andere Urpferde noch im Stall, wo ich das ganz cool finde, wenn die immer in ihrer normalen Form rumlaufen würden und nicht verwandelt, weil ich die Färbung total klasse finde, wie jetzt hier bei Greenie. Aber, ja gut. Ich weiß nicht, ich kann da gar nicht weiter was zu sagen. Das ist so meine Meinung. Ich finde es zu einer Seite gut, zur anderen Seite ein bisschen schade. Eure Meinung dazu aber bitte sehr, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Lasst uns darüber in den Kommentaren mal diskutieren, wie ihr das findet, was ihr für Vorteile seht, was ihr für Nachteile seht. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Nächste Woche übrigens gibt es ein neues Abenteuer hier in den Wildwoods. Und zwar gibt es dann wieder ein neues Rennen, was ich sehr, sehr schön finde. Und ich bin gespannt, wie das werden wird. Das war's dann auch schon für heute. Es war halt wirklich nur die eine Sache, die heute neu dazugekommen ist. Natürlich könnt ihr auch die Urpferde, die beiden, immer noch kaufen. Und ja, das war's. Das war's für heute. Ich wünsche euch viel Spaß dabei bei dieser Wechselfunktion. Oder auch eben Nicht-Wechselfunktion, wie immer ihr das handhaben möchtet. Und würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.